Hallo Leute, willkommen zurück zuletzt bei Black Mirror 3. Im letzten Part haben wir hier unsere Medikamente geholt, die brauchen wir jetzt dringend mal, nachdem wir die schwarzen Höllenhunde gesehen haben. Was eigentlich ganz gut passt, muss ich sagen, denn ich spiele gerade offscreen ein bisschen Kingdom Hearts und dort habe ich erst gegen Cerberus gekämpft. Warum erzähle ich euch das? Weil ich es kann. Und weil ich Kingdom Hearts auf jeden Fall noch für euch let's playen muss, weil das Spiel einfach zu geil ist. Aber wir sind ja gerade bei Black Mirror 3 und das ist ebenfalls bis jetzt einfach nur noch utopisch geil. Ja, auf jeden Fall haben wir noch erfahren, dass Murray unsere Kaution tatsächlich bezahlt hat mit dem besten Grund aller Zeiten, damit wir wieder ein paar Leute abschlachten können. Ja. Die Kirche ist verschlossen. Hey! Dann habe ich ja noch genug Zeit, nach der Stelle im Wald aus meiner Erinnerung zu suchen. Okay. Ups. Dann bin ich hier zu früh. Ich gehe ja schon wieder. Muss ich da hier Fahrt zur Hütte oder wo soll ich da lang gehen? Das ist jetzt eine gute Frage. Hier kann ich nirgendwo lang. Okay. Nee, hier geht's auch nirgendwo lang. Blätter! Eben noch am Baum, jetzt schon auf der Erde. Das nennt man Herbst. Magie! Tote Äste an einem toten Baum. Bei diesem Anblick fühlt man sich doch gleich viel lebendiger. So. Hier habe ich ja eigentlich gar nichts mehr verloren. Also der Verschluss sieht jetzt aber viel stabiler aus als früher. Victoria hat mich rauswerfen lassen. Okay. Wo könnte das gewesen sein? Hier? Es geht jetzt hier Richtung... Also doch. Was war das? Ein Vergangenheitsflash? Kommen die jetzt schon am frühen Morgen? Oder was will mir der kleine Mann im Unterbewusstsein damit sagen? Ich schmeiße mir besser eine von diesen Pillen ein. Okay. Nein, ich habe keine Lust mehr, Stacheldraht um die Waden zu wickeln. Warum nicht? Das ist der neueste Schrei! Das macht total sexy. Hier, feil den Stacheldraht weg. Das ist Stacheldraht. Je mehr man versucht, sich... So, irgendwie muss ich da durch... Planlos durch den Wald laufen? Ich habe das Gefühl, ich muss da drüber, aber wie mache ich das? Nein, ich habe... Ich muss da drüber... Irgendwas an diesem Ort erinnert mich an meinen Hypnosetraum von heute Morgen. Irgendwas an diesem Ort... Nein, ich habe... Das ist... Je mehr man versucht... Wow, das sind mal richtig dicke Kabel. Planlos durch den Wald... Okay, muss ich dann den Stacheldraht entfernen oder was... Willst du jetzt von mir, Spiel? Da klebt ein Smiley drauf, weil dann ist alles glücklicher. Soll ich vielleicht zum Leuchtturm? Ist hier vielleicht noch irgendwas? Reifenspuren. Wer hier mit dem Auto fährt, ist entweder ziemlich mutig oder ziemlich dumm. Oder beides. Ein mutiger Dummkopf. Und sonst gibt's hier nichts. Ich kann zur Ruine. Sag mir das doch einer.
Hier hat er gelebt. Der Verschlag ist auch zerstört. Nun ist er sogar für Ralph unbewohnbar. Armer Ralph. Armer Ralph. Ich mochte ihn. Die Treppen führten ursprünglich in den ersten Stock. Jetzt ist da nichts mehr. Die Hälfte eines riesigen Torbogens. Die Akademie muss ein beeindruckendes Gebäude gewesen sein. Ja. Ein stummer Zeuge des Zerfalls. Nicht mehr lange und ihn erwischt es auch. So, was gibt es hier noch? Ein riesiger Haufen Schutt ist alles, was vom Eingang zur Akademie übrig geblieben ist. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich da noch heil rausgekommen bin. Ja, das stimmt allerdings. Da kannst du dich wirklich glücklich schätzen, aber mehr gibt es hier schon gar nicht. Nee. Tatsache, mehr gibt es hier schon gar nicht. Planlos durch den Wald. Und den, da will er nicht entlang. Und hier kann ich nicht entlang. Irgendwas an diesem Ort erinnert. Aber ich bin hier richtig. Das ist, je mehr man versucht. Nein, ich habe keine. Ich muss den Stacheldraht wegbekommen. Ich bin kein Brandstifter. Ach, laber doch nicht. Wo bin ich denn eigentlich gerade? Das Wormhill, Black Mirror. Also werde ich wahrscheinlich hier irgendwo... Ah! Okay, ich kann das tatsächlich als Teleportationspunkt benutzen. Hier gibt's was und da gibt's was. Und ich kann bei beiden nicht hin. Von Willow Creek gibt's noch einen dritten Ausgang aus. Einer da. Und wo ist... Wahrscheinlich dann hier irgendwo, aber da kann ich noch nicht weiter. Das muss der Glance River sein. Tja. Komme ich hier weiter? Nö. Ich muss den Weg im Wald finden. Habe ich beim Hotel vielleicht was übersehen? Mit Mary? Nein. Da geht es einige Stufen ab. Hier habe ich nichts übersehen. Ach, warte mal. Kann ich... Mary gibt sich vaterlandsverbunden, der alte Blender. Nee. Na, ja, das sein könnte, dass ich die Flaggen irgendwie nehmen kann. Gordon's Palace. Ich frag mich. Nee, ich kann hier aber auch nichts machen. Das gibt's doch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der... Dann fick dich doch! Wo kann man hier noch lang? Das gibt's doch alles nicht.
Und der kinderliebende Papi ist wahrscheinlich immer noch nicht da. Dann habe ich ja noch genug Zeit. Der kinderliebende Papi ist immer noch nicht da. Ach! Ach, na sieh mal einer, guck! Ein Stapel Brennholz nehme ich an. Hier heizen noch fast alle Leute mit Holz. Es ist mit einer alten Tür abgedeckt, die ihn vor Regen schützt. Die Tür hat sogar ein rundes Glasfenster. Eine lange Baumschere. Die werde ich mir mal ausleihen. Ja, die brauche ich. Ja, sieh mal einer, guck. Hier wohnt der Pfarrer. Und lauter kleine Kinder. Netter Wintergarten mit allerlei Flora. Der Pfarrer scheint einen grünen Daumen zu haben. Zumindest im Haus. Selbst für einen Steingarten zu steinig. Okay, kann ich irgendwas... Mr. Totengräber? Ja, mein Junge. Mr. Totengräber. Die Kirche ist abgeschlossen. Wollte der Pfarrer nicht heute wieder da sein? Er wollte nach dem Frühstück losfahren. Schau doch später nochmal vorbei. Haben Sie schon mal was von der weißen Frau im Wald gehört? Ja, gehört habe ich davon. Aber gesehen habe ich sie noch nicht. Soll angeblich nur der können, der reinen Herzens ist. Also das kann nicht stimmen. Denn hier im Dorf hat sie noch keiner gesehen. Auch der Pfarrer nicht. Was sagt uns das über die Leute von Willow Creek? Die Leute hier sind in Ordnung. Die Mördersippe im Schloss ist es, die Angst und Schrecken verbreitet. Seit Jahrhunderten schon. Zu schade, dass du deinen Job nicht richtig gemacht hast, Junge. Das Schloss hätte bis auf die Grundmauern niederbrennen sollen. Dann wäre endlich Ruhe gewesen. Ich war das nicht. Die Gräber ganz hinten an der Mauer sehen anders aus als die übrigen. Woran liegt das? Da liegen die ganz armen Teufel. Die, die kein Geld für eine richtige Beerdigung hatten. Und die Verstoßenen. Die Mörder. Und Selbstmörder. Aha. Und die werden einfach in ein Loch geworfen und verscharrt. Ein Sarg ist schon dabei. Aber die Leiche liegt verkehrt herum drin. Bei den Selbstmördern, meine ich. Warum? Das soll den Toten daran hindern, aus dem Grab herauszufinden. Früher hat man Selbstmördern den Kopf abgeschlagen und zwischen die Beine gelegt, um sie am Rumlaufen zu hindern. Reiner Aberglaube. Als ob man einen Wiedergänger mit sowas aufhalten könnte. Okay. Ich muss weiter. Halt die Augen offen, Junge. Alles klar. Ja, wir wissen, was wir zu tun haben. Sehr gut. Karte, ich will zum Leuchtturm. Das ist jetzt nämlich mal kurz eine kleine Abkürzung. So. Sehr gut. Sind's doch Shortcuts. Okay, und hier will ich jetzt die Baumschere benutzen, um den Stacheldraht zu entfernen. Und das klappt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mach das mal weg. Das war's. Ja. Mit der Baumschere ließ sich der Stacheldraht auch bequem wegtragen. Dann durch da. Und dahinter Bärenfalle. Achtung, aufgepasst. Oh, doch nicht. Hä? Ich erinnere mich an dieses Haus. Hier habe ich als Kind immer mit Angelina gespielt. Hatte Joyce etwa recht? Gore. Okay. Stelle hinterm Zaun. Schauen wir da mal nach. Warum steht da ein Auto? Die Stelle aus der Hypnose war nicht so nah am Haus, glaube ich. Es könnte sein, dass die hier war. Ja? Hier ist das Loch nicht.
Er ist zugesperrt oder mit dem Vorhängeschloss? Ein Container mit einem Schloss dran. Könnte ein Schutz vor wilden Tieren sein oder vor neugierigen Augen. Ja, ich tippe mal auf Letzteres, aber das haben wir gleich. Das Schloss ist zu stark. Ich suche lieber den Schlüssel. Okay, es ist ein gescheites Schloss. Sieht aus, als würde hier schon seit Jahrzehnten keiner mehr wohnen. Außer Ratten natürlich. Ja, das Auto sieht ja auch ein bisschen alt aus. Gore? Geronnenes Blut? Einladend. Ich bezweifle aber, dass das der ursprüngliche Schriftzug ist. Ich sehe noch die Halterungen für zwei weitere Buchstaben. Ja, das stimmt schon. Da fehlen noch zwei Buchstaben, nämlich das A und das L. L Gore. Auto. Was für eine alte Rostlaube von Auto. Aber passt zum Haus. Was redest du eigentlich? Das ist voll der Lamborghini. Mindestens 300 PS. Oh, verdammt! Es ist nur eine Decke. Ganz ruhig, Darren. Alter, diese Flashbacks, die sind halt echt mies. Nur ein altes, rostiges Auto. Die sind echt gut gemacht, muss man sagen. Da scheißt du dir echt so ein bisschen ein. Ja? Dort ist nichts weiter als Gestrüpp. Hm. Mal schauen, vielleicht. Wegen Sicherheitsmaßnahmen am Tor nach zu urteilen, wohnt hier jemand, der keine Besucher mag. Ich will ihn nicht verärgern. Wenn da jemand wohnt. Den Sicherheitsmaßnahmen. Wenn da überhaupt noch jemand wohnt. Irgendwas muss ich doch mit dem Auto machen, oder? Kann ich damit die Scheiben einschlagen? Nee. Nur ein altes. Irgendwas muss ich hier noch machen können. Da, dunkle Stelle. Was ist das? Was haben wir da? Komm, da muss was sein. Kein Loch im Boden. Mal. Da liegt was. Ja? Ein Leuchtsticker. Genauso einer, wie ich ihn in dieser Hütte im Wald gefunden habe. Vielleicht hat Ralph ihn hier verloren. Oder gefunden? Ob er jetzt hier wohnt? Das kann natürlich auch sein. Ich denke, hier noch mehr zu suchen, bringt mich nicht weiter. Falls dieses Loch im Wald, in das Angelina als Kind gestürzt ist, hier irgendwo existiert, ist es längst nicht mehr hier. Anker in der Realität finden. So ein Blödsinn. Ha. Okay, er klettert automatisch drüber. Nee, passiert nichts, okay. Ich will nur mal hier raus und es passiert wieder nichts, okay. Tja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder zur Küche von Wormhill. Ist jetzt jemand da? Ja. Es geht doch, da hinten ist er doch. Da ist er doch. Der gute Papa. Da ist er, der Papa. Sie, Hochwürden? Hochwürden ist zu viel der Ehre, mein Sohn. Ich bin Vater Frederick. Ach so, Vater? Ich bin Darren Michaels. Vermutlich kennen Sie mich schon aus der Zeitung. In der Tat. Ich nehme an, du bist zum Beichten gekommen? Nein, eigentlich nicht. Noch habe ich nichts zu beichten. Was kann ich dann für dich tun? Können Sie mir etwas über den Friedhof erzählen? Oh, er ist wunderschön, nicht wahr? Man spürt die Jahrhunderte, wenn man sich dort befindet. Laut den Aufzeichnungen sind manche Gräber über 800 Jahre alt. Vermutlich alles Gordons. Die Gordons haben seit 1512 ihre eigene Gruft. Damals ist die Akademie niedergebrannt und, nun ja,
Die vielen Toten brauchten Platz und so wurde der Friedhof neu sortiert. Der Totengräber scheint auch schon eine Ewigkeit hier zu arbeiten. Mark? Er macht seine Sache sehr gut. Ja, das Gräberausheben macht seinen Knochen zu schaffen. Seit Jahren sucht er schon einen Lehrling, aber niemand scheint Interesse zu haben. Hast du schon einen Beruf gelernt? Ich bin Physikstudent. Lassen wir das Thema. Sie scheinen schon länger hier das Sagen zu haben. Was sind schon 40 Jahre im Angesicht der Ewigkeit? Die Kirche hier wurde von Marcus Gordon erbaut, richtig? Dem guten Marcus, ja. Es war das Jahr 1213, als Marcus Gordon seinen Bruder Mordred im Zweikampf erschlug. Marcus hat Mordred erschlagen? Warum? Ein Bruderzwist, der schon lange schwelte. Marcus verkörperte das Gute, Mordred das Böse, der Legende nach. Marcus besiegte Mordred. Das Gute hat gesiegt. Und was hat es mit dem Fluch der Gordons auf sich? Der stammt doch aus der Zeit. Ja, soviel ich weiß. Mordred hat ihn wohl ausgesprochen, kurz bevor er seinen letzten Seufzer tat. Er hat Marcus verflucht und alle nachfolgenden Generationen. Aber das ist ja nun bald vorbei. Lady Victoria ist die letzte der Gordons. Und mit ihr endet die Linie. Zum Glück, möchte man fast sagen. Der ganze Clan hat mit seiner üblen Familiengeschichte die ganze Gegend hier terrorisiert. Aber das weißt du sicher bereits alles. Du hast dich anscheinend schon gut informiert. Sagen wir so, ich bin unfreiwillig dazu getrieben worden, mich etwas näher mit dem Fluch auseinanderzusetzen. Wie darf ich das verstehen? Mein richtiger Name ist Adrian Gordon. Ich gehöre zu diesem Clan hier im Schloss. Oh, das ist... Ich würde sagen, eine Überraschung. Adrian Gordon? Ich dachte, der starb als Dreijähriger. War er nicht die Schlosstreppe hinuntergefallen? Das gehört zu den üblen Familiengeschichten, von denen Sie vorhin sprachen. Aber wie Sie sehen, lebe ich noch. Von den Toten auferstanden. Meinen Glückwunsch und Gottes Segen, mein Sohn. Und in welcher Beziehung stehst du zu den Gordons, wenn man fragen darf? Sie erinnern sich vielleicht noch an Samuel Gordon? Oh ja, Samuel. Er kam zur Beichte, kurz bevor er... Wie auch immer, ja, ich erinnere mich an ihn. Er war mein Vater. Das erklärt einiges. Okay. Können Sie mir sagen, wo Samuel Gordon begraben wurde? Ich kann dir leider nicht genau sagen, in welchem Grab er liegt. Aber ich kann verstehen, dass du es gerne wissen möchtest. Gibt es denn keinen Plan, wo wer begraben liegt? Nicht für die anonymen Gräber. Aber warte, ich glaube, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Danke, Vater. Was war das jetzt? Sind das jetzt die geheimen Schlupfwinkel deiner ganzen kleinen Kinder, oder? Wir waren bei Marcus und Mordred stehen geblieben. Ja, richtig. Marcus hat seinen Bruder Mordred im Jahre 1213 im Zweikampf erschlagen. Daraufhin hat er, um seine Tat zu sühnen, diese Kirche hier erbauen lassen. Einige Jahre später ließ er auch die Akademie bauen. Dort sollten die Chroniken der Gordons aufbewahrt werden, unter anderem, um den Fluch von Gelehrten erforschen zu lassen. Doch die Akademie brannte 1512 komplett nieder. Die meisten Chroniken wurden dabei zerstört. Alles, was gerettet werden konnte, wurde hierher in die Kirche gebracht. Gut, aber... Diese ganzen Geschichten beginnen immer damit, dass Marcus seinen Bruder erschlagen hat. Weiß denn niemand, worum es in dem Bruderzwist ging? Dazu gibt es verschiedene Thesen. Es heißt, dass Mordred vom Teufel besessen war.
Ich habe aber auch irgendwo gelesen, dass sie sich um eine Frau stritten, was letztlich auf das Gleiche hinausläuft, nicht? Im Grunde geht es darum, dass Marcus Gordon als der gläubigere und standhaftere Bruder der beiden gesiegt hat. Mordred wird als gottloser Sünder beschrieben, der bis heute in der Hölle schmort. Wissen Sie, ob die Brüder hier geboren wurden? Sicher nicht. Beide waren umtriebige Kreuzritter im Namen der Kirche. Aber warum sie sich ausgerechnet hier in Willow Creek ein Schloss gebaut haben, darüber kann man nur spekulieren. Vielleicht haben sie das Land von Ungläubigen befreit. Und das Schloss war früher eine Art Bergfried, um das Gebiet zu halten. Oder sie haben das Land von der Kirche geschenkt bekommen, als Belohnung für ihre Unterstützung bei den Kreuzzügen. Danke, Vater. Ich möchte noch einmal die Geschichte von Marcus und Mordred hören. Sehr gerne. Marcus hat seinen Bruder... Was, ist denn nur dieselbe Geschichte? Nein, das ist dieselbe Geschichte nochmal. Aber warum? Vielleicht, oder sie haben... Danke, Vater. Das ist nochmal genau dieselbe Danke Geschichte. Danke für dies. Der Herr möge dich auf deinem Weg begleiten. Okay, aber es war trotzdem jetzt interessant, das alles mal zu wissen. Liste der Bestattenen von 1981. Ich würde mal sagen, die Liste schauen wir uns beim nächsten Mal genauer an. Der Part geht eh schon viel zu lange, aber wir müssen ein bisschen mit dem Vater noch reden. Würde ich mal sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns die Liste mal ein bisschen genauer an und machen uns auf die Suche nach dem Grab von Samuel. Also gut, Leute, das war dann jetzt bei Black Mirror 3 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.